Hey Friends, ich wechsle heute mein Grip Tape, denn es sieht nicht mehr so gut aus. Danke dir für alles. Aber ein Grip Tape abzubekommen ist gar nicht so einfach, habe ich gemerkt. Manche hetzen das mit dem Föhn, damit das leichter abgeht, aber bei mir hat es auch so geklappt. Das hier ist das alte und jetzt kommt das neue Grip Tape drauf. Damit es aber nicht ganz so langweilig wird, customizen wir es. Ich wollte ein Herz auf meinem Skateboard haben, habe es mit Edding nachgezogen, dann aber gemerkt, es wird dann voll schwer zu schneiden, also habe ich einfach nur mal einen Bleistift gemacht. Das Herz habe ich dann ganz gut ausgeschnitten und sieht aus wie unser Community Tattoo. Das sieht zwar ganz cool aus, aber ich dachte mir, so ein gebrochenes Herz hätte viel mehr Drip. Schrauben und Achsen mache ich ab und kann das Deck jetzt bekleben. Wenn es drauf ist, mit dem Schraubenzieher nachziehen, dann mit einem Cuttermesser abschneiden. Ich benutze gerne die Überreste so zum Schleifen, damit alles hicobello sauber wird. Als vorletzten Schritt die Herz vorne drauf und jetzt ist das Deck fertig. Schrauben drauf, Achsen drauf und so sieht das Endergebnis aus, Leute. Ich find's übertrieben nice. Und darauf noch ein entspannter Olli. Wie findet ihr das Board, Leute?